get low when the whistle go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DTF Schlosskonflikt. Und zwar geht es heute um den zweiten Teil von Daniels Video, um den lieben Schädelkrieger. Da haben wir ihn und ich bin auch nicht alleine. Ja, hallo, ich bin auch dabei. Endlich mal ein Video zu zweit, hat auch lange Zeit gedauert und viele Nerven gekostet, bis wir das mal problemlos hinbekommen haben. Aber ja, die Programme haben nicht so gestimmt. Mal fehlte der Ton vom Tim, mal von mir. Mal war die Aufnahme dann hinter total kacke. Jetzt haben wir endlich mal ein Programm, was hoffentlich funktioniert. Damit sollte es laufen, genau. Ja. So, schauen wir uns doch mal meinen Schädelkrieger gerade an. Ich bin aktuell auf Level 154 mit einem rechtsüchtigen Schwert 6 von 10. Wird noch demnächst gepusht, ist nur Multanica zwischendurch mal erschienen. Und da musste er dann bei 6 stoppen. Ich habe das Glück, einen 5er Lebensentzug relativ schnell gerollt zu haben. Und habe somit eigentlich das ziemlich passende Gegenstück zu deinem Schädelkrieger, ne? Ja, definitiv. Also ein 5er Lebensentzug ist schon nicht zu verachten. Deswegen, ich werde meine Runen weiter pushen. Hoffentlich, dass ich ganz schnell einen 4er bzw. auch ganz schnell einen 5er Lebensentzug drauf bekomme. Also ich werde mein Ätzen definitiv behalten, weil für mich ist es eine sehr gute Alternative zum 5er Lebensentzug als Haupttalent. Das in jedem Falle. Und zumal der Skull ja wirklich ein vielseitiger Held ist. Man kann ihn, wie man ja auch bei dem Lost Realm gesehen hat, auch echt top für PvP einsetzen. Dazu werden wir jetzt bei mir auch kommen. Und zwar schauen wir uns kurz noch seine Einmeißelung an. Ist jetzt auf 90 gemeißelt. Wird sich auch dann, nachdem Multanica 90 erreicht hat, um ihn bei 100 gekümmert. Ich spiele mit einem 3er Bollwerk. Weiß ich aber nicht genau, was meinst du? Vielleicht, dass ein Kriegsgott sinnvoller ist? Also ich habe mir auch selber schon überlegt, das Ätzen runterzunehmen und einen Kriegsgott auf 8 zu ziehen. Weil diese 90% nochmal drauf als Damage ist schon mörderisch. Aber ein Bollwerk, du hast auch wieder mehr HP, klar. Dann hast du einen Lebensentzug. Ein Bollwerk ist, glaube ich, schon auch schon sehr sinnvoll. Ich denke auch, also mir gefällt ein Bollwerk eigentlich auch ganz gut. Er hat nochmal zusätzlichen HP-Push hier von 11,5 circa. Und dann nochmal die 650, so mal beim Daumen an Angriff hinzu, ist schon relativ geil. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Lost Realm. Dann wollen wir mal schauen, ne? Da stellen wir das Team um. Lass mal alles raus. Und dann brauchen wir nur den Skull. Hier haben wir. Und ja, ich würde sagen, gut, hier die PvP-Kämpfe sollten wir vielleicht nicht machen mit dem Skull alleine. Das wird eher in die Hose gehen. Ja, das wirst du nicht schaffen. Ich mach mal kurz nochmal das Fragezeichen ab. Dann mache ich immer nur eine auf. Ach, genau dasselbe wie ich. Und hier fangen wir mal an. Das ist eigentlich noch ein relativ einfaches Team. Daran sollte sich jetzt nicht die Zähne ausbeißen. Und wie man auch sieht, der Lebensentzug ist dann doch schon relativ krass mit 10.000er Heilungen. Ja, wenn es gut läuft. Ist schon deutlich zu merken. Hier beißt sie sich gerade an einem die Zähne aus. So, jetzt haben wir's. Ja, da gefällt er mir wirklich gut. Gut, der Schamane ist halt dann doch schon heftig, ne? Definitiv, also. Wäre aber auch langweilig, wenn das so einfach gehen würde mit einem Feld. Na klar, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es soll ja schon noch irgendwo wenigstens eine kleine Herausforderung sein. Wenn du hier mit deinem kompletten Main-Team reingehst, dann haust du das sofort um. Aber jetzt haben wir ihn auch. Hoffentlich. So, endlich fällt er. ja, das war jetzt eigentlich eins der einfachen Teams. Ich denke mal hier mit dem Emo-Tab haben wir ein bisschen was Schwereres. Da glaube ich nicht so dran. Ich glaube, das willst du verlieren. Also klar. Wir müssen auch ehrlich dazu sagen, wir haben, wie gesagt, dieses Video gestern schon einmal aufgenommen. Hat da nicht funktioniert, deswegen wissen wir jetzt eigentlich relativ sicher, dass es nicht klappt, aber um es euch einfach mal zu zeigen,
dafür ist es so krass. Also das schafft er alleine in meinem Levelbereich jetzt jedenfalls nicht. Weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Wenn ja, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Dudu mit hinzu. Und versuchen das nochmal. Ich weiß nicht, ob die Heilung dafür reicht. Ich glaube, da ist die Heilung auch schon zu wenig, obwohl er jetzt mit dem 5er Versi kommt. Ja, bei mir hat er so ein ähnliches Team mit dem 5er Ätzen geschafft. Ja, Platz kommt wieder. Aber ist ja, gibt's ganz schnell kaputt. Ja, das ist halt auch der Stack durch den PD, das ist zu krass. Ja. Gehen wir nochmal hier auf ein kleineres Team eben. Da also ich würde sagen, da sehen wir schon, dass das 5er Ätzen in diesem Fall... Hier in jedem Falle. Also ja, vorteilhafter wäre. Im Lost Stream auf jeden Fall, da muss ich dir recht geben. Da hast du halt deine 16% sind's. Ja, 16%ige Chance auf 50 Energie abzuziehen. Genau. Wenn die denn, also ich meine 16% ist jetzt nicht die Riesenchance, aber bei der Schlaggeschwindigkeit, die er hat, sind dann 16% gar nicht mal so wenig. Nee, der Gegner muss einschlagen auf mich. Ach, dadurch. So, stimmt. Ja, stimmt, so rum war's. Genau. Ja, aber es hat oft, man hat es ja im Video gesehen, oft kamen diese 16% vor, also dass der Skill nicht ausgelöst werden konnte, beziehungsweise die Energie zurückgesetzt wurde. Ja, stimmt. Gib also, dir recht. Keine silbernen Schlüssel. No, leider nicht, nee. Kommt auch mal vor. Naja, ich würde sagen, hier in dem Bereich haben wir eigentlich jetzt schon ein bisschen was gezeigt. Wir könnten, wenn ihr wollt, wollen wir hier nochmal einen Turm machen vom Kampf mit kompletten Team, aber ich denke, dann haben wir nicht so die Priorität auf dem School. Ja, die ist das ja dann anders. Ist ein bisschen blöd, genau. Kannst du gleich zurückholen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Arena und spielen ihn da nochmal. Da spiele ich ihn jetzt inzwischen wieder häufiger. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich festgestellt habe, die Harpy Queen macht absolut keinen Sinn mehr. Nein, meinst du nicht? Ich spiele inzwischen eigentlich öfters den Santa oder ihn, weil die Harpy durch ihren Brock sofort den Captain hier wieder zum Brock bringt. Ja, okay, aber wenn beide ein Weißbad haben, dann geht's meistens hin und her. Also ja, kannst aber du das meistens nur so ein, zwei Mal, wo die Stacks kommen, nicht so extrem. Ja, okay, dazu muss ich aber auch sagen, du hast noch einen Hexenmeister mit einem 5er Quicken. Ich spiele den Hexenmeister nicht, weil ich halt keinen 5er Quicken habe. Ja, gut, klar, das stimmt. Also, ich denke, hier sieht man auch, hier spielen viele eigentlich mit dem School. Ja, klar, der ist nicht zu verachten. Definitiv. Weil er ist auch der Haupt-Damage-Dealer jetzt sozusagen in meinem Team. Der Rest ist ja auch nur Buff eigentlich. Buff und Debuff. Ja. Und damit hast du halt schon jemanden, der dann echt Gas gibt. Was auch wirklich was bringt. Ich stelle das Team jetzt mal nicht neu auf. Normalerweise sollte man das ja machen. Aber, also ich finde ihn einfach von seiner Geschwindigkeit und dem Schlagspeed, der ist unbetroffen. Der ist mörderisch, ist ja so oder so der schnellste. Von daher. Also, falls ihr ihn auch mehrfach zieht, ist er auch ein netter Machtpusher, denke ich. Ist der beste Machtpusher. Ja, also er toppt ja den Ninja durch die Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Ja, und der Weißbart natürlich auch. Also Weißbart ist, glaube ich, mit Oxpen oder irgendwie in der Art zugleich. Also er ist auch ziemlich hoch. Also die Top-Machtpusher-Helden sind ja Ninja, Oxpen, Weißbart und ja, den Skull. Das auf jeden Fall, ja. Da war auch Rollmeier erstmal so viel. Also ich habe bei Facebook eingesehen, ich glaube, der hatte 5 oder 6 schon ein Stück gehabt. Da habe ich mir echt gedacht, hör mal. Ja, das habe ich auch Glück gesehen. Also das ist unglaublich. Also meiner hat ja lange warten lassen, also ich war schon froh, dass ich einen bekomme. Aber so ist es im Leben, ne? Der eine hat mal mehr Glück, der andere weniger. Genau, so sieht's aus. So, dann würde ich sagen, wir probieren jetzt nochmal Welle T. Da sieht man ihn eigentlich auch immer ganz gut in Action, weil er doch schon ein ziemlich krasser Tank ist. Wenn also haut er ordentlich raus, ja. Machen wir mal hier unten 10 Stück rein. Da ich ein Geizkragen bin, was meine Gems angeht, müssen wir jetzt die Minute warten. Ich glaube, die Minute kriegen wir so rum. Sollte kein Problem sein. Wenn 5 Gems haben oder nicht haben, könnt ihr jetzt drüber denken, was ihr wollt, aber so fängt jeder an. Jeder muss gucken, wo er bleibt. Wieso, du hast doch alle Helden. Ja, das mag sein, aber ich
trotzdem, ich weiß nicht. Also, wenn ja, ich mach da nicht unnötig ausgeben muss. Ich mache auch nicht, also ich warte, da gehe ich lieber mal kurz in die Küche, mir ein Glas Wasser einschütten. Wenn ich wiederkomme, sind die Helden alle da. Genau, mal die Minute hat jeder. Jetzt können wir aber gerade nochmal schauen. So Leute, jetzt mussten wir leider einen kleinen Cut machen, weil unser Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist. Und ja, das Ganze wird der Daniel mir bestätigen, war sehr ärgerlich, weil... Es war sehr ärgerlich, ja. Weil Welle T wurde erfolgreich geschafft, der Skull hat ordentlich getankt, hat beide Molters, Riesenmolters, platt gemacht und das auch relativ schnell. Genau, also wir haben auch nur noch mit 4 Helden Welle T5 gehabt. Gestorben ist schon der Eros und der Moltanica. Beide nicht so wichtig, denke ich mal. Ab einem T4-Bereich wird es nicht mehr so, schlimm, wenn sie abschmieren. Aber natürlich ist Welle T für mich jedenfalls immer noch was nicht gerade einfach ist. Und deswegen denke ich mal, ist in eurem Verständnis, dass es ärgerlich ist, dass wir sie nicht geschafft haben. Also, dass wir es nicht auf Video haben. Aber ich habe ja gestern schon ein Video zu Welle T hochgeladen, die ich Gott sei Dank komplett und erfolgreich aufgenommen habe. Und deswegen ist das nicht ganz so dramatisch. Könnt ihr uns ja glauben, dass es geklappt hat. Warum sollten wir was hier erzählen? Also, na. Ja, passiert halt leider. Das stimmt, so ist die Technik. Nicht schlimm, wir sind jetzt hier wieder bei Welle T2. Sieht nicht ganz so gut aus wie bei Mann. Nee, diesmal nicht. Haben auch schon den Eros wieder verloren. Aber warten wir es einfach mal ab. Also es sind schon Wellen geschafft worden, wo keiner mehr mit gerechnet hat. Klar, es ist jetzt schwieriger, weil die Stacks erst kommen müssen. Ja, also, die Spawns gerade waren auch optimal bei dir. Also die Bosse sind kurz nacheinander reingekommen. So, ja, der Skull, auch auf der Skull-Seite, ne? Ja, wobei mein Wortlaut noch war, die kommen nicht so geil und ich fand's schon gut. Ist die Welle direkt gefallen. Ich glaube, jetzt bockt uns der Molter jetzt kaputt. Jetzt. Wenn da nicht schnell genug jetzt hingehst, oh Gott. Eine Base. Gut, mit einer Base wird's jetzt dann doch sehr schwierig, aber... Alles ist möglich. Es ging mal ein Backspawn, nee, doch nicht. Also jetzt darf wirklich kein Backspawn kommen und die Helden müssen auch wirklich fokussiert sein. Ja, diese Bosse kommen jetzt zu nah hintereinander, finde ich. Ja, kommt drauf an, je nachdem wie hoch der PD gesteckt ist. Aber der PD ist jetzt gekippt. Jetzt alles gekippt, ja. Ja, jetzt ist es vorbei. Schade. Da leider nicht geklappt. Nicht so das Potenzial sehen von ihm. Aber ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, wenn er hier einen Welle-R-Boss alleine abkriegt, den stackt er wirklich komplett, wenn er wirklich hochgestackt ist, alleine weg. Ohne Probleme. Und auch bei einem großen Molter hat man auch schon in einem meiner Videos bei Welle S gesehen, kloppt er ihn auch komplett alleine runter. Von daher ein absoluter Tank mit einem 5er Lebensentzug, vielleicht noch mehr als mit einem 5er Ätzen. Aber das 5er Ätzen kommt dir halt dann doch wirklich im PvP, gerade Verschollenes Reich oder auch im Lost Battlefield, kommt dir das echt zugute. Also da auf jeden Fall. Da ich ihn so oder so in der vorderen Reihe als Tank mit benutze und die dann alle auf ihn einprocken. Also meistens kommen die alle gar nicht, die Gegner gar nicht zum Procken. Also ist schon mal vorteilhaft auf jeden Fall. Genau, also sehe ich das auch. Man kann beides spielen. Ich denke aber, deine Option wird früher oder später auch Richtung Lebensentzug oder sogar Richtung Kriegsgott gehen, ne? Ja, ist jetzt die Frage. Ich werde erstmal weiter testen, da ich ja jetzt im Moment keine Games, erstens keine Games kaufe, zweitens auch keine Talente-Rolle, außer für die Questen, werde ich also auch keinen Lebensentzug oder einen hohen Kriegsgott. Also einen hohen Kriegsgott finde ich auch sehr interessant drauf. Eine 5er Lebensentzug, denke ich mal, würde reichen. Kann man irgendwann mit einer Rune schaffen. Ich werde erstmal das Ätzen, solange ich vorher definitiv nichts anderes bekomme, behalten und weiter testen. Vielleicht bleibt jetzt, wie gesagt, auch vielleicht sogar drauf. Genau, also ich denke auch, du fährst damit jedenfalls nicht schlecht. Und man hat mal einen guten Vergleich gesehen zu einem PvP, zu einem PvM-School. Also von daher, denke ich, war das gar nicht schlecht. Und ja, wir zeigen noch mal ganz kurz, würde ich sagen, einen Raid, wenn du nichts dagegen hast. Ja, kann man ruhig gerne machen.
ganz gut am Leben. Das ist ja jetzt echt ein Zufall. Den haben wir ausgesetzt. Und schauen. Ich werde ihn kurz bevor er in die Base läuft, einen Engel verpassen, damit er nicht, also wird wahrscheinlich nämlich die Priorität auf irgendein Gebäude setzen. Und damit er das erstmal in Ruhe downhaut, bevor er dann auf einen Helden trifft. So. Aber du siehst, er hat die ganzen Gebäude One-Hit gekillt. Das ist schon Mörder. Ah, da ist ein Aries. Ordentlich, ja. Schade. Okay. Ja, mit dem Aries ist es natürlich echt schlecht, weil dann kann er sein Achter wiederbeleben nicht nutzen. Ich belebe ihn jetzt noch einmal mit Gems wieder. Einfach um nochmal vielleicht was anderes zu suchen, wo es ein bisschen einfacher geht. Das sieht doch ganz gut aus. Dann setzen wir den Skull mal hier hinten hin. Und schauen mal. Also wenn er jetzt seine Energieleiste voll hat, ist es eigentlich alles ein One-Hit. Gar kein Problem. Okay, da war jetzt ein bisschen über. Aber muss ja auch dazu sagen, Dana ist jetzt noch nicht vom Skill so weit hoch. Ja, ist eben. Ja, gerade mal ein Sechser. Auf 6 und da siehst du schon, dass er bei vielen Gebäuden alles per One-Hit weglässt. Ja, 1. Ja, okay, jetzt hat er den Proc nicht mehr gehabt, aber du hast gesehen beim Rathaus, der erste Schlag, da war noch im Proc drin. Da hat er ordentlich reingehauen. Ja, also es ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob du auf 6 oder auf 8 oder sonst was hast. Also da merkst genau. Du schon noch einen Unterschied. So, jetzt werde ich hier gucken, da läuft er jetzt rein, da setze ich ihm den Engel. Dass er erstmal hier das Gebäude macht und jetzt kümmert er sich um die Helden normalerweise. Das ist halt die Frage. Jetzt kann er platt. Krasse AOE-Damage. Also seht ihr, der Dings ist ziemlich angeschlagen. Kann auch durchaus Helden komplett alleine weghauen. Aber naja, ist nicht ganz so dramatisch. Ihr habt, denke ich, sein Potenzial gesehen und der ein oder andere weiß auch sicherlich den Skull zu schätzen. Sollte eigentlich jeder. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit, oder Daniel? Hast du noch was zu sagen? Nee, ich finde, das war's. Mehr gibt's eigentlich jetzt auch nicht zu sagen. Also jeder weiß eigentlich im Grunde genommen die Fähigkeiten vom Skull. Ich glaube, jeder, der ihn hat, kann gar nicht mehr wegdenken aus seinem Team. Genau, so sehe ich das auch. Und ja, bleibt einfach dran bei uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ja, bei Anregungen gerne die Kommentare unten nutzen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.